So, da sind wir wieder. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei QS24 im Format Gesundheit. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz, ganz wichtigen Thema für unsere Schönheit, nämlich woher kommen, dass die Nägel ständig brechen? Woher kommt es, dass wir Haarausfall haben und das überhaupt nicht wollen? Da gibt es ja eine Ursache dahinter und ich habe immer wieder Telefonanrufe hier im Haus, Herr Glock, Herr Glock, was kann ich tun? Die Haare gehen aus und ja, das müssen wir heute einfach mal thematisieren und ich habe hier zwei wunderbare Menschen dazu eingeladen, die wissen, wie es geht und wie man ihnen helfen kann. Das ist einerseits die Frau Dr. Isabella Wilden, ganz herzlich willkommen. Du bist Fachärztin, unter anderem auch die Hormonspezialistin schlechthin und seit über 30 Jahren Ärztin und ganzheitlich tätig. Habe ich das richtig vorgestellt? Ja. Schön, dass du wieder da bist. Danke vielmals. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und neben dir haben wir einen Gärtnermeister. Ich weiß es nicht sagen, Konrad Krautzner. Genau. Jetzt habe ich es im Kopf. Wunderbar. Perfekt. Was du jetzt mit Haare und Nägel zu tun hast, das kommt natürlich aus dem Gespräch nachher heraus, weil du ein Hersteller bist von einem Produkt, was genau in diesem Bereich in eine Nische reinkommt und den Menschen so schnell Hilfe und Hoffnung gibt, schnell zur Besserung zu kommen. Aber bevor wir die Lösung geben für ein Problem, müssen wir das Problem selber mal analysieren. Also, darum meine Frage an dich, liebe Isabella. Woher kommt dann plötzlich dieses Defizit bei Menschen, Männer und Damen gleich überall, dass plötzlich die Nägel anfangen dünn zu werden, einreißen fürchterlich tief oder eben Haarausfall? Ja, wir wollen alle schön sein, sind eitel und plötzlich kommt sowas. Es kommt nicht plötzlich. Es kommt im Laufe der Zeit, aber der Körper ist wunderbar und hat Kompensationsmechanismen und Schutzprogramme und er meldet sich im Endeffekt in diese Art und Weise mit Haarausfall, mit Haarproblemen, mit Hautprobleme. Also es ist alles schon 10 Jahre eingefädelt und kompensiert worden und dann plötzlich ist das Fass im Überlaufen. Ja. Der Körper ist perfekt ausgestattet mit Kompensationsmechanismen. Es ist so, wenn wir ein rotes Haus bauen wollen, dann brauchen wir rote Ziegel. Wenn die rote Ziegel zu Ende sind, dann nimmt er die gelben, dann nimmt er die blauen. Und wenn gar nichts mehr ist, dann schaut er, welche Materialien zur Verfügung hat. Ja. Und dann äußern sich die Probleme. Du hast jetzt die Ziegel mit den Haaren verheizt. Jetzt habe ich es geschnallt. War gut. Die Pointe war voll aufgegangen. Super. Großartig. Aber was ist denn der Mangel? Also was macht man dann falsch? Ist es die Fehlernährung oder zu wenige Vielfalt in der Ernährung, zu säurehaltige Ernährung? Was ist es denn, das zu diesen... Wir haben im Körper einfach ein unbekanntes Organ, heißt Bindegewebe, weil er überall ist. Ja? Diese Bindegewebe hat viel Kollagen drin, also besteht praktisch aus Kollagen. Ja? Und diese Kollagen braucht extrem viel Vitamin C. Darf ich noch ganz kurz fragen für die Zuschauer, was ist ein Kollagen? Kollagen ist einfach eine organische Substanz, ja, und diese Bindegewebe, unsere Faszien, Sehnen, die Verbindung zwischen den Zellen, ja, also die Zellen sind sie nicht so in eine Soße, ja, oder irgend nur eine Flüssigkeit, sondern es ist zwischen den Zellen so ein Gel, ja. Und ein Material, und dieses Material hat Eigenschaften. Wenn diese Eigenschaften nicht gut sind, dann können sie nicht kommunizieren, können die einfach nicht miteinander verschiedene Substanzen transportieren oder kommunizieren. Diese Bindegewebe, also das ist einfach ein Bindemittel zwischen den Zellen, ja. Und diese Kollagen ist es eine Substanz, die besteht aus verschiedenen Sachen, insbesondere Vitamin C und Mineralien. Und die dürfen auch eine bestimmte Qualität haben. Mhm. Haben diese Qualität nicht oder es ist einfach zu wenig, zu viel gibt es nicht, ja, also es ist zu wenig, dann sind die ersten Zellen, ja, die das zeigen, sind die Haare, sind die Zellen von der Haut, Darmschleimhaut, Schleimhäute auch generell. Also die sind die ersten, die Zellen, die uns zeigen,
etwas ist nicht in Ordnung. Dass das Bindegewebe einfach nicht mehr genügend Pufferkapazitäten hat, um es auszugleichen. Ja. Du hast das Vitamin C erwähnt. Ist das in diesem Gewebe so stark vorhanden, um den Ausgleich zu schaffen? Also dann reicht ja nicht einfach, dass ich Vitamin C schlucke regelmäßig. Nein, es ist so, es ist über die Jahre eine Information gelaufen, die inzwischen neue Studien gezeigt haben, es ist nicht genauso. Also Vitamin C ist nicht nur Ascorbinsäure, sondern es ist ein Komplex. Ja, es ist so wie eine Banane, da hat eine Schale und einen Inhalt. Und Ascorbinsäure ist nur die Schale von der Banane. Mhm. Also innen drin sind noch ein paar Elemente, Faktoren, die diese fantastische Vitamin C uns diese Eigenschaften bringt. Sind nicht als komplex, kommen diese Moleküle nicht als komplex und nur als Ascorbinsäure. Es ist besser als nichts. Ja, aber wenn wir tatsächlich in eine schöne, artgerechte Form Vitamin C bekommen wollen, dann nehmen wir etwas ganz rein von der Natur. Okay. Aktiv, rein, komplex, mit dieser ganzen Nebenkomplexe dabei. Also nicht nur Ascorbinsäure. Aha. Also ich höre nur immer wieder, dass man dann hochdosierte Infusionen macht mit Vitamin C, 1000 Milligramm oder 2 Gramm. Experimentell. Aber das sind dann medizinische Lösungen, wenn man es intravenös spritzt. Ja, genau. Und das sind dann die Schale und die Banane? Nein, es ist nur Ascorbinsäure. Also nur die halbe Miete? Ja. Also nicht so optimal, hä? Ich habe gesagt, es ist besser als nichts. Okay. Und die empirische hat uns gezeigt, es funktioniert, ja, aber die neuesten Studien zeigen, es ist nicht komplett. Wäre ganz gut, wenn wir Infusion machen könnten mit diesen ganzen komplexen Molekülen, also nicht nur die Schale von der Banane, sondern auch der Inhalt. Habe ich das richtig verstanden, wenn ich jetzt kurz zusammenfasse? Wenn jemand Nägelprobleme hat oder eben auch mit Haarpracht Probleme hat, hat er einen Vitamin-C-Mangel? Unter anderem, aber es ist ein Hauptproblem. Ein Hauptproblem. Ja. Und wenn er das dann supplementiert mit einem Vitamin-C mit Schale und Banane, also ein komplettes, dann hat er hier einen aktiven Beitrag dazu geleistet, dass es auch wieder besser wird. Ja. Also die meisten Menschen haben einen Vitamin-C-Mangel. Wir als Menschen, das sind nur 3 Spezien auf der Welt, die diese Kapazität verloren haben, eigene Vitamin C zu machen. Also die Ziegen, die Hunde, alle haben noch die Kapazität, einfach Vitamin C zu produzieren im Körper. Es ist nicht so kompliziert, aber wir haben diese Kapazität verloren. Warum, ist eine andere Diskussion. Ja? Also auf jeden Fall, wir können das nicht machen. Das heißt, wir sind abhängig von dem, was wir von draußen nehmen. Ja? Und je mehr Vitamin wir haben, desto mehr Kollagen bilden unsere Zellen, desto mehr die Bindegewebe besser sind und dann außer diese Bindegewebe kommt Haut, Haare, Nägel und Schleimhäute auch natürlich. Eigentlich alles, aber wir haben heute ein Thema über die Haut und die Haare. Ja. Also mein Vitamin C kenne ich ja schon seit kleinster Kindheit. Da sind ja alle Großmärkte sind ja voll mit Brausetabletten Vitamin C und jeder kauft und nimmt das zu sich, aber das hat ja eigentlich keinen großen Wert, oder? Nein. Aha. Okay, wir reden hier schon von was anderem. Was anderem. Also wenn man Probleme hat, du hast gesagt, ist das ein großes Problem, das Vitamin C, aber hast noch nicht abschließend gesagt, nur Vitamin C. Du hast noch etwas offen gelassen. Was denn noch? Ja, wir haben die Mineralien, Calcium, Magnesium, Eisen und so, Spurelemente, Selen, Zink, extrem, extrem wichtig für Haut und Haare. Bei mir in der Praxis, fast alle Patienten haben Zinkmangel heutzutage und extrem viele. Ich hatte kürzlich einen Biologen hier, der hat auch gesagt, Entsäuerung mit Zinkmangel nicht möglich. Da frage ich mich, alle entsäuern und tun weiß Gott was, aber schauen nie auf den Zinkspiegel. Ja, ja. Auch verrückt, oder? Ja, ja, ja. Also unglaublich. Also da müsste man eigentlich Mineralien zufügen. Ja. Und Vitamin C mit Schale und Banane. Hä? Das ist das Rezept, um akut Wirkung zu erzeugen. Ja. So, und jetzt steht hier ja ein Produkt. Ja.
Und in welchem Zusammenhang hast du als Fachärztin jetzt mit diesem Produkt genau bei Nägelhaaren, bei diesen Problematiken das eingesetzt? Bei den Allergien, bei Akne, weil es gibt natürliche Bakterizide, Antibiotika, also brauchen wir nicht schlucken, sondern es gibt in diesen Produkten auch mindestens sieben Bakterizide gegen Staphylokokken, Escherichia coli, Helicobacter pylori, apropos Thema. Oh, Riesenthema, ja, wir machen noch ja, mal ja, einen Tag. Aber bleiben wir beim Thema. Ja. Inwiefern hat das Produkt jetzt einen Zusammenhang mit Haaren, mit diesem Vitamin C, mit den Mineralien, um letztendlich die Nägel und die Haare wieder ins Lot zu bringen? Eine kleine Infusion unter der Zunge. Das ist eine Infusion? Ja, mit Vitamin C, Banane und Schale? Ja, alles drin. Nein, doch. Das hier drin? Ja, ja, ja. Ah, ist ja unglaublich. Ja. Wusste ich ja gar nicht. Weil die sind einfach nicht wasserlösig, das ist kein Pulver, das ist ein Granulat, löst sich sofort im Speichel, vom Speichel geht es ins Blutbahn und dann fängt es an zu wirken. Ja? Mineralien, Vitaminen, jetzt. B-Vitamine auch, hast C-Vitaminen, ja. Ja, Chlorophyll natürlich. Ja, das ja, sieht man ja weil auch, oder? Es ist grün. Ja, 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 ja. Mhm. Gut. Ja, ich meine, ich habe es schon genommen, es war wie eine Basenbombe. Ja, oder? Da das war ist ja eine geistig fit ohne Ende. Und entgiftet natürlich auch. Und entgiftet. Ja, automatisch. Ah. Ja, also jetzt kommen wir da zu dem Künstler, der das hergestellt hat. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, sowas zu machen? Es ist eigentlich als Krankheit in der Familie entstanden, weil das auch in ganz anderen, bei ganz anderen Problemen noch eingesetzt wird. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie verhält sich Chlorophyll, ist eben ein sehr sensibler Baustein, Licht, Luft und Wärme zersetzt dieses Chlorophyll und ihr habt gerade auch ganz was Wichtiges angesprochen, das Vitamin C oder Inhaltsstoffe wird meistens durch Erhitzen kaputt. Ja, und dann haben wir uns geschaut, wo hat man sehr viel Chlorophyll und das ist in jungen Getreidegräsern, ja, also die maximale Wachstumszeit eben 10 Tage und dann schon ausgepresst und dann wiederum den Saft getrocknet. Also wir konzentrieren praktisch den Grassaft auf das Minimumbestandteil der festen Bestandteile. Und das ist eine Rohkostqualität. Und die Rohkostqualität ist eine ganz wichtige Geschichte, da die Enzyme aktiv bleiben. Die Komplexität, das ist auch angesprochen worden, mit Calcium etc., es hat immer keinen Sinn. Das war gut, das Beispiel auch mit der Banane, finde ich, und mit der Schale und mit dem Innenleben. Es ist immer so, dass man, wenn man bloß eines hat, ist es schlecht. Man muss die Komplexität haben. Und Chlorophyll und die Enzyme sind eben verantwortlich dafür, dass diese Komplexität des konzentrierten Nahrungsmittels, Grassaftgranulat, im Körper verfügbar wird. Und, aber da kann man ja unglaublich viel falsch machen bei dieser Herstellungsverfahren, oder? Absolut, absolut. Also wir haben da wirklich lange geforscht und haben glücklicherweise auch ein kleines Unternehmen gefunden, die uns diese Granulate in dieser Hochwertigkeit herstellen. Es ist eine ganz komplexe Geschichte, aber eigentlich eine einfache Geschichte. Es geht um Chlorophyll. Und Chlorophyll ist ohne Chlorophyll kein Leben. Ja, ist die Lichtenergie, sagt man auch. Und deckt eben durch diese Komplexität, das Chlorophyll, also diese Grassäfte, die wir in sich haben, das komplette Spektrum, wo jetzt angesprochen worden ist, ab. Und ich bin selber immer wieder jeden Tag begeistert, wie toll das dieses Produkt ist. Wichtig ist eben die Anzucht, Gärtnermeister, habe ich mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und die Weiterverarbeitung. Also ich nehme an, als Gärtnermeister und so Paleo-Vega am Namen an, würde ich jetzt schon mal vermuten, Pestizide und so weiter, kein großes Thema in der Anpflanzen und beim... Naja, also in der Produktion jetzt praktisch bei Paleo-Vega, wir setzen energetisiertes Wasser ein, die Saatgute... Sogar? Ja, wie die Saatgute... War ja auch sehr skeptisch anfangs, hat man gedacht, energetisiertes Wasser, was ist das? Ich war konventionell produzierender Gärtnermeister. Mhm. Und habe wirklich da Versuche gefahren, weil ich als Meister, als Handwerksmeister, Landwirtschaftsmeister musste das greifen können. Ja? Und für mich sind solche Sachen, wo ich sage,
ja, da energetisieren wir mal das Wasser und dann ist das Produkt besser. Dann habe ich wirklich Versuche gefahren und habe dann aussagekräftige Chargen genommen und habe dann bei der Produktion gesehen, dass wirklich 10% mehr Inhaltsstoff in dem Gras gewesen ist, das mit energetisiertem Wasser. Ja. Und so haben wir uns da eben weiterentwickelt und hineingeforscht. Und es ich ist dachte, du wendest sogar noch effektive Mikroorganismen an, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja. Das ist auch etwas, was immer mehr im Kommen ist, weil einfach viel mehr Qualität rauskommt. Ja, klar. Also die positiven Bakterien müssen eben den Überhang gewinnen. Und das ist ein langwieriger Prozess. Man kann sagen, mit Lebensmitteln, man ist heutzutage einfach so, ich sage immer die Aspiringesellschaft. Ja, man nimmt und hat eine Wirkung. Ja. Und das, genauso ist es auch eben bei den effektiven Mikroorganismen. Man muss das schon länger essen, man muss sich länger gesund ernähren, um gesund zu werden, gesund zu bleiben. Und bei den Mikroorganismen ist es auch so. Wir setzen die mittlerweile seit 5 Jahren ein und haben total tolle Erfolge. Also, verstehe ich schon. Es hat ja verschiedene von diesen Dosen. Ich glaube, ihr habt ja 6 verschiedene. Mhm. Und ist jedes mit einem übermäßigen Bereich vom Vitamin C drin, also mit Banane und Schale? Oder ist es jetzt speziell dieses da, wo wir haben, oder alle? Nee, alle Grassaftgranulate haben grundsätzlich diese Inhaltsstoffe mit kleinen Unterschieden. Wie gesagt, beim Dinkel ist es mehr in die Richtung Chlorophyll, Energie, Blutreinigung, Eisen und so. Gerste hat Bitterstoffe, hat die Eigenschaften auch zu entgiften, ja, über die Leber. Und dann gibt es auch diese Brokkoli-Kapsel und Konzentrate. Brokkoli-Keimlinge, Entschuldigung. Ja, das ist ein Riesenthema, ja, sowieso mit diesem Sulforaphan, wo ja selbst die Universität in Heidelberg ja großartige Forschungsergebnisse in Bezug auf Krebszellen veröffentlicht hat, wo sie es auf ihrem Reagenzglas, also nicht am biologischen System, aber zumindest im Reagenzglas nachgewiesen haben. Also unglaublich wertvoll. Und das gibt es auch noch als Kapseln, habe ich jetzt gerade gehört, innerhalb. Ja, also die Darreichungsform, wenn man das so bezeichnen darf, oder die Verzehrform war grundsätzlich bei Granulat, bei den getrockneten Säften und eben dann, ich sage jetzt mal Brokkoli angekeimt und wieder getrocknet, eben auch im Mund dann zergehen lassen, im Mund über die Aufnahme, über die Mundschleimhäute auch. Oder dann die magensaftresistente vegane Kapseln, die sich im Dünndarm eben entfalten. Verbreiten. Okay. Gut. Also ich lerne früher, also vom Freya, wenn man erkältet wird oder ein bisschen Fieber hat und so weiter, kriegt man Vitamin C. Mhm. Also jetzt nicht nur bei Nägelproblemen oder Harnproblemen, wo wir gesagt haben, also auch bei Krankheit oder angehender Krankheit würde sich ja dieses Produkt hervorragend eignen, einen Energieschub in diesen Körper reinzubringen, genau. Oder? Genau. Dazu sind die hervorragenden Enzyme, die auch diese Vitamin C in diese natürliche Form direkt in den Gebiete im Körper, da wo Entzündung ist, auch rein lässt. Ja? Also wir brauchen nicht nur alle Inhaltsstoffe in eine gute Form, sondern wir brauchen auch die Enzyme, die sind die Türenöffner. Mhm. Ja? Und das sind diese Chlorophyll, diese Grasgranulate, Grassaftgranulate, hervorragend. Mhm. Es ist einfach ein Enzym, der die praktisch die ganze Entgiftungssysteme auch katalysiert. Mhm. SOD, ein ganz berühmtes Enzym, diese Oxidationen, diese Aging-Systeme. Da ist es ja auch ein Anti-Aging, oder? Ja. Also eigentlich für die Falten und so weiter. Ja, hervorragend. Ja, es ist ein wirklich ein Anti-Aging-Mittel. Jetzt muss ich dich aber was fragen. Ich habe jetzt gerade in einem Kongress 35 Ärzte gehört, über Medizin zu sprechen und jeder hat irgendwo seine These gehabt. Der hat Jodmangel, Refozinkmangel von ihr. Und wenn man das alles so hört, muss man am Schluss 35 Produkte morgens früh essen, oder? Damit man wirklich genügend versorgt hat. Und echt, nein, das geht nicht, oder? Ist denn eine Tagesportion Zink oder Jod oder Magnesium oder Calcium oder was man alles so braucht, das Grundversorgung für unseren Körper, weil es die Nahrungsmittel nicht mehr hergibt,
habe ich das in einem Produkt all in one? Oder muss man hier immer noch was zusätzlich mit Calcium machen? Es ist je nachdem. Wenn wir in der Prävention bleiben, nicht krank zu werden, das reicht. Aha. Ja, mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, dazu die Omega-3-Öle und so weiter, weil das sie nicht wir noch machen. Noch machen, ja. Und D3 wahrscheinlich? D3 natürlich, Omega-3, D3 und diese, ja, dann reicht. Wenn wir raus aus der Prävention kommen, dann gibt es Krankheitsbilder, wo wir praktisch sagen, das reicht für eine bestimmte Ebene, ja, und dann für diese Krankheitsbild noch dazu etwas supplementieren, wenn es nötig ist. Aber für Prävention, nicht krank werden, Anti-Aging, wenn der Mensch praktisch noch nicht krank ist, noch nicht große Probleme hat, es reicht vollkommen, ja. Und da hat sie einen Messbecher drin, so ein kleiner weißer Messbecher. Wird ein Messbecher davon am Tag eins, reichen? Eins, zwei, drei. Ja, je nachdem, wie groß ist der Mensch. Ja. Akute Haarprobleme oder Nägelprobleme, die nehmen halt einfach drei am Tag über eine gewisse Zeit. Wie lange, die Leute sind ungeduldig, logischerweise, wenn du einen Haarausfall hast. Kannst du da irgendwie eine Prognose machen, 1-2 Monate, und sie merken, dass es besser wird auf den Haaren oder Nägeln? Ja, wenn nicht Fastfood essen und auch die... Das ist wieder die Ganzheitsmedizin, Sie sehen sie ja. Es geht halt einfach nicht, wenn man nur Coca-Cola trinkt und dann ein Basenwasser hinterher leert. Ja. Wir sind immer so in diesem System Input-Output, wenn der Mensch extrem gestresst ist, wenn er ungesund sich ernährt, wenn er nur 3 Stunden in der Nacht schläft. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass in 3 Monaten, ja. Aber das heißt, das sind alles Aspekte gewesen, wo den Menschen Übersäuerung reinbringt. Genau. Also ein Elektrolysemangel. Und dieses Super Produkt gesagt. Hat einen Elektrolyseüberschuss. Ja. Und gibt uns praktisch Elektronen. Ja. Also diese Produkte gibt uns Elektronen. Und das Genialste ist es hier, dass direkt unter der Zunge, direkt ins Blut geht. Ja, ich verliere nichts, oder? Ja, verliere nichts. Nein, alles geht direkt ins Blut unter Mundschleimhaut. Und es ist wie eine Infusion. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, für welchen Menschen das jetzt nicht geeignet wäre. Also wir müssen ich jetzt auch nicht. Nein, eigentlich nicht. Und ideal wäre voll für die Prävention, dass wir nicht warten. Es gibt hier neue Studien. Apropos, du hast gesagt früher, was nehmen wir zuerst? Das. Es gibt jetzt Studien, die sagen, mit der Zeit, ab einem gewissen Alter, wir schalten die Gene um. Ja? Das heißt, die junge Menschen haben bestimmte aktive Gene, und mit der Zeit aktivieren wir ganz normal andere Gene, ja? Also für alt werden. Und dieses Prozess ist reversibel. Ja? Das heißt, wir können einfach, wenn wir unsere Ernährung umstellen, wenn wir uns hervorragende Produkte zu uns nehmen und passen auf, dass wir nicht in diese Switch kommen, in dieser Genen-Switch kommen, wir können diese Verjüngungsprozess erleben. Das ist eine genetische Sache. Ja? Also, Phänomenal. Das ist eine ganz neue, eine ganz neue Studie, die uns zeigt jetzt, auch vom Denken her, ja? Ich werde nicht alt und ich bereite meine Rente vor, sondern ich switch jetzt mache einen Switch und lasse ich nicht die Genen für alt werden, sondern ich gehe einfach auf die wieder auf die Jugendlichen gehen. Ich denke, wir werden immer wieder ins Gleiche kommen, dass man wirklich mit Vitamin C, mit diesem Elektronenüberschuss, halt einfach die Defizite, die Mängel aufheben kann. Logisch, so logisch, dass auch ich das verstehe. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Sie so genauso verblüfft hoffentlich wie ich? Also ich bin's. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Isabella. Sehr du bringst gerne. Das immer wieder auf den Punkt, so einfach und so klar. Und so ein wertvolles Produkt hier zu haben, ist schon toll. Also auch dir danke als Künstler von diesem Produkt. Wir werden das bei uns auf www.quantisana.ch, können Sie auf den Job klicken, und dort werden Sie das Produkt finden und sicherlich noch weitere Informationen dazu, um es durchzulesen. Gut, danke. Wir beenden die Sendung für heute. Danke, dass Sie dabei waren, und auf Wiedersehen.